Lam, lam, lam. Ich sollte nicht jede Folge mit M anfangen. Vielleicht mit: Hallo, mein Name ist Burnout und das ist Fallout New Vegas. Wir sind hier in der Nähe von Hidden Valley und suchen immer noch eine verdammte Laserpistole. Andererseits wäre das störend, wenn man sich die Folgen hintereinander anguckt. Und ich habe ja irgendwann mal eine nicht repräsentative Umfrage gemacht und da kam ja raus, dass sich die meisten Leute, wenn sie denn mal mich gucken, viele Folgen hintereinander weggucken und nicht eine einzeln. Also nicht gerade auf dem neuesten Stand sitzt, sondern sich eher denken, naja, am Wochenende, dann nehme ich mir wieder ein bisschen Burnout-Zeit, da gucke ich mir dann halt drei Folgen hintereinander an. Und ich lade wahrscheinlich viel zu viel hoch. Ich müsste vielleicht weniger hochladen. Würde ich mir eh guckt. Was weiß ich. Die Folgen, ja, ist, wie weit werden die denn hier wo rausgelaufen sein? Ich meine, mit Logik kann man ja selten da argumentieren, dadurch, dass die ganze Welt ja hat sie ja sowieso irgendwie einen kleineren Maßstab. Also, wenn man die Spielwelt so machen würde, wie die normale Welt ist, würde es verdammt, also noch viel mehr Leerfläche geben, als es so schon gibt. Ich meine, so ist es ja relativ überschaubar, die Welt. Und es gibt nicht allzu viel Leerlauf, wenn man nicht krass in die Wüste reinrennt. Das hier sieht aber eigentlich recht vielversprechend aus. Das ist auch so ein, hat zumindest so einen leichten Talcharakter. Wenn es hier noch Skorpione gibt, ist die Laserpistole so gut wie gefunden. Und ja, es muss... Oh, warte mal, da vorne. Ich glaube, hier sind wir richtig. Warte, ich muss kurz gucken, ob ich noch eine Granate dabei habe. Habe ich nicht. Oh, all tot. Ich denke mal, hier bin ich richtig. Oh, der Boden darunter sieht ja extrem untexturiert aus. Riesenskorpionenjäger. Na gut. Also die Giftdrüsen, habe ich letzte Folge festgestellt, sind halbwegs wertig. Deswegen werde ich mal mitnehmen. So, das sieht doch hier eigentlich ganz gut und vielversprechend aus, so vom Talcharakter her. Was haben wir hier? Ach, der Versunkene. So, dann schauen wir noch mal, ob hier irgendwo eine Laserpistole rumliegt. Er meinte ja, es waren viele und das hier waren auch gerade viele, auch wenn die mit einer automatischen... Ach, da hinten ist ja noch einer. Ich sollte mir auch mal so einen Plasmaverteidiger Mann! Ist das Ding unpräzise, ist ja unglaublich. Ja, Laserpistole leider immer noch nicht zu sehen. Zum Glück gibt es hier nicht allzu viel hohes Gras, wo sich eine Laserpistole drin verstecken könnte. Und ich sollte diesmal definitiv mehr 5-5-6er Munition mitschleppen. Das würde mir jetzt hier sehr zugutekommen. Gerade für, vor allen Dingen, weil die 5-5-6er Munition ja nicht halb... Oh, toll. Gerade weil die 5-5-6er Munition ja sowieso nicht so viel wiegt. Ich meine, ich habe ja tonnenweise von der Panzerbüchse Munition, weil die übrigens nie gegen Skorpione einsetzt wurde. Völlige Verschwendung. Ja gut, jetzt sind wir wieder draußen. Wieder hier draußen. Sprichwörter richtig aus, verdammt nochmal, Junge. Ah, jetzt muss ich mich schon selber flamen. Na gut, hier hat es leider keine Laserwaffe. Aber das sah so gut aus, das Tal. Nennen wir es jetzt einfach mal. War hier eigentlich alles da, aber nein. Vielleicht finde ich es auf dem anderen Weg. Wo ist jetzt Arcade eigentlich schon hin? Ist ja wieder am Boden versunken, vor lauter Scham. Dass er eine bessere Waffe hat als ich, was Skorpione angeht. Ich sollte vielleicht auch nicht... Warum habe ich endlich voll nachgeladen? Habe ich noch eine Kugel abgefeuert? Den Leer schieße ich garantiert nicht. Das Leer ist eher so für hektische Situationen, wenn ich viele Kugeln, viel Munition raushauen muss, um Gegner Platz zu machen. Aber die Gegner so stark sind, dass ich eigentlich mit der Panzerbüchse schießen müsste, aber eine Kugel sicherlich nicht reicht. Weil das Leer macht ja viel Schaden und hat eine hohe Kadenz, aber die Waffe geht halt so schnell kaputt. Ja, hier sind auf jeden Fall, die hat auf jeden Fall ordentlich Skorpione. Ja, ich glaube, ich gehe gleich auf, diese dumme Laserpistole zu suchen. Da werde ich die halt nie finden, die direkt nach Black Mountain. Ich meine, wo sind denn die Kids hier überall rumgeturnt? Es gibt ja auch keinen Ansatzpunkt, wo das hier eigentlich sein soll. So. Okay, ich werde mein Bestes geben. Ja, solltest du auch. Ich meine, wenn du nicht dein Bestes gibst, ist man hier ruckzuck tot an der Wüste. Ich meine, das ist hier quasi nach Wegbeschreibung. Also, viel woanders kann es hier echt nicht sein. Gut, ich habe auch erst 3/4 der Umkreisung hier erkundet. Nee, hier kommen wir wieder zum gleichen Ort. Ich meine, so eine Laserpistole, die auf dem Boden liegt, die müsste ja auch irgendwie auffallen. Also, es gibt jetzt zwar so ein bisschen Vegetation, aber so unglaublich viel ist es auch nicht. Die Entwickler werden ja wohl kaum diese dumme Laserpistole in so einen dummen Busch gepackt haben. Das würde mich irgendwie sehr aufregen. Zumindest so ein ganz kleines bisschen. Vielleicht kann ich es auch googeln, bei Gelegenheit mal. Meine, das nervt mich auch, wenn ich was nicht finde. Vor allen Dingen, weil jetzt nach der Zeit, die ich da rein investiert habe, diese dumme Laserpistole zu finden, die da doch nicht aufgetaucht ist. Ja. Hm. Ja, Hauptsache wir benutzen giftige Skorpione zur Schießübung. Kinder heutzutage.
Da hätte man sich doch gleich denken können, dass das eine scheiß Idee ist. Vor allem, dass so nur der Motto, das merken die nie, wenn wir uns rausschleichen. Mal wieder nicht nachgedacht. Wieder nicht an die Konsequenzen gedacht. Ja. Nö, ich finde diese dumme Laserpistole nicht. Gut, auf zu Black Mountain, Todeskrallen erschießen. Wird es eigentlich schon wieder Nacht? Wie spät haben wir es denn? 4:56 Uhr, es wird wirklich gleich Nacht. Gut. Ich bin gerade überlegen, ob ich Arcade einfach stehen lasse und allein durchschleiche, aber ach nee, ich nehme ihn mit. Wenn ich Todeskrallen wieder erwarten, doch nicht one-hitten kann, dann sollte ich vielleicht irgendwie doch jemanden haben, der für mich die ganze Geschichte tankt. Mittlerweile habe ich ja schon ein paar Waffen, um so eine Todeskralle mal tot zu kriegen. Black Mountain, da hatte ich doch diesen einen Supermutanten, der da für mich hochgelaufen ist. Ich kann doch mal bis zur Nils-Hütte schnell reisen. Das spart ja schon mal Zeit. Wo ist eigentlich mein Handy? Oh, ist auch so ein Ding, wo ich mit Black Mountain war, die Schüssel da oben, ne? Die kamen hier nicht Supermutanten um. Meine Panzerbüchse sieht auch nicht mehr so richtig gesund aus. Muss ich jetzt eigentlich jeden Supermutanten auf dem Weg dahin erschießen? Oder kann ich hier irgendwie ein bisschen abkürzen? Ich war doch schon mal halb oben. Dann hat mich auf so einen Supermutant gehauen. Dann hatte ich, glaube ich, keine Lust mehr. Glaube ich. Irgendwie so war das zumindest. Was hat denn der da? Ist das ein Flammenwerfer? Sind die mir feindlich gesinnt? Die sind mir feindlich gesinnt. Oh Gott, das sind drei Stück. Was die Supermutanten nochmal für schwere Waffen auf dem Rücken haben, ist unglaublich. Was ist denn das für ein Ding? Ist das so ein Granatwerfermaschinengewehr? Das sieht noch größer aus, was der da hat. Egal. Ich denke mal, es wird gleich... Da kann ich mein Barett gar nicht aufsetzen, ne? Das bringt mir ja schon irgendwie Nachteile, weil das Barett der ersten Aufklärung macht der Wahrnehmung kritische Treffer plus 5. Und die Valenzradiator auch nicht. Ich glaube, ich kann auch keine Brille unter so ein Ding tragen. Das Ding macht einfach nur Schaden. Vor allen Dingen bräuchte ich mal dringend so einen Helm. Boah, Ruckel. Ah, diese Nachladeruckler ist natürlich nicht schön. Ah, hier ist genau eine Zonengrenze. Also, das... Die Engine hinter Fallout funktioniert so, dass es immer Planquadrate gibt und diese Planquadrate halt Stück für Stück lädt. Ich kann mich aber, glaube ich, wirklich ganz gut schräg hochschleichen. Und wenn man halt gerade irgendwie doof läuft, dann rennt man halt über mehrere so einer Planquadrate drüber. Muss ich bei vorne bei den Supermutanten vorbei? Die sehen echt schwer bewaffnet aus. Ich hoffe, man verzeiht es mir, dass ich hier mal ein Safe Game einsetze. Oh, die ist wirklich gerade ganz schön Nacht. Vielleicht komme ich hier irgendwie... Bin ich ein bisschen durch die... Hey, Black Mountain! Ich könnte jetzt voll schummeln und schnell reisen. Einfach nach Black Mountain hoch. Aber das mache ich jetzt mal nicht. Das wäre, glaube ich, doof. Ja, zumindest bis hier komme ich ohne Aufsehen. Da hinten ist ja noch so eine Wache. Ich frage mich auch ernsthaft, die Supermutanten auf die tolle Idee kommen, sind nur hier zu bewachen. Ich meine, ich komme ja anscheinend auch ganz gut so hoch. Solange ich nicht entdeckt werde. Ich meine, die patrouillieren ja auch nur an ihren Stützpunkten. Soll das Ding hier einen Kugelschutz darstellen? Ich schleiche mitten am Licht vorbei. Ich speichere mal öfter. Komme ich den Hügel da vorne hoch? Fragen über Fragen. Ach, jetzt... Oh nein, es strahlt ja aber nicht auf den ganzen Berg, oder? Natürlich strahlt es auf den ganzen Berg. Warum soll es auch anders sein? Ja, Supermutanten waren ja immun gegen Strahlung. Vor allem stehen die immer im Dreierpack rum, die Supermutanten. Was sind das da vorne? Irgendwie stürzt das Auto. Okay, alles klar. Ich denke mal, gleich muss ich schießen. Was habe ich in einem Panzerbrechen? Brand, Explosion... Ja, die guten Jungs im Bunker verkaufen immer die gute Money. Da ist vielleicht auch mal die Quest. Ist da gerade was rechts runtergesprungen oder war ich das? Aufgaben im Dunkeln der Geschichte. Mit den drei Einsatzbänden. Was? Die Patrouille am Black Mountain findet ihre. Ach so! Die habe ich schon gefunden. Ach, das ist klar, das waren ja die, die in diesem komischen Sumpf da rumlagen. Natürlich habe ich die schon gefunden. Freilich. Aber ich werde trotzdem zu Black Mountain hoch, wenn ich schon mal unterwegs bin. Aber vorher muss ich kurz das Holoband suchen, was ich davon hatte. Warte mal. Einsatzauftrag heißen die Dinger immer. Die ganzen Bücher habe ich mir auch nie gemacht. Das muss ja irgendwo nach davor. Einheit. Zusammenfassung: Paladin Hoax und Fairbanks begeben sich nach Norden zur nahen Kommunikationsanlage und suchen nach einem der Besprechung erwähnten Komponenten. Die dortigen Mutanten wirken in der Vergangenheit vernünftig und könnten helfen. McNamara. Der hat die doch in den offensichtlichen Tod geschickt. Ich meine, die Berichte sind doch jeweils komplett abweichend von der Wirklichkeit. Die dortigen Mutanten haben sich in der Vergangenheit als kooperativ erwiesen. Was war das denn? Als ob Supermutanten bis auf die... Weiß, dass du da bist. Gut, das war anscheinend der Einzige. War übrigens ein Supermutanten-Anführer und ich... Und ich lade mal eben die Explosionsmunition ein.
Auch wenn ich davon nicht viel hab, gegen Supermutanten werde ich das brauchen. Der hat gleich zwei Vorschläge. Achso, der hat den anderen ja den Vorschlag mal weggenommen. Ich weiß, dass du da bist. Die Explosionsmunition kann ich auch nachkaufen und... Naja, was soll ich sonst mit meinem Geld machen, außer Munition kaufen? Ich komme ja nicht mal in die Nähe der Kommunikationsstation, wenn ich das richtig sehe. Hm. Da vorne hat es auch eine Hütte. Irgendein Supermutant hat... ich kann mich dunkel erinnern, dass ich mit irgendeinem Supermutanten gesprochen habe. Der meinte ja, komm mit hoch, wir haben Probleme. Oh, Radiation 2, das ist natürlich auch nicht so geil. Vor allen Dingen, weil ich jetzt, nachdem ich weiß, dass ich ja die dreifache Menge kriege, sind erkrankt an schwacher Krankheit. Ich schmeiß mir erstmal, ich habe ja genug davon, einen Red X ein und einen Red Away werde ich auch mal kurz nehmen. Red X, Red X, Red X, Red X, da. So, dann geht die Strahlung zumindest auf 1. Oh. Gibt's hier noch mehr? Der hat übrigens einen Superhammer dabei, ne? Hey, kritischer Schleichangriff auf Supermutanten. Meister des Arsenals. 100.000 verursachten Schaden. Na bitte. Die Explosionsmunition ist natürlich extrem stark gegen ungepanzerte Ziele, wie es Supermutanten immer sind. Ja, eine Spielgranate dabei. Die kann man vielleicht nochmal benutzen. Hat sie vielleicht sonst noch was Cooles, was man irgendwie in den Einsatz bringen könnte? Korken. Boah. Das hat zumindest die Munitionskosten, die ich bis jetzt hatte, schon mal wieder rausgeholt. Oh, Schloss. Ups. Und Red Away ist ja auch nicht so teuer, also. Das Einzige, was das leider nicht bezahlen kann, sind die... Oh, na, jetzt sind vielleicht die Abnutzungserscheinungen auch schon abgedeckt. Das muss man ja immer vorher eigentlich berechnen und durch einen BWLer lassen, wie viel Schuss Munition abgefeuert wurden und, dann, ob sich so ein Einsatz überhaupt lohnt. Weil ich meine, das Waffenabnutzungserscheinungen sind nicht gerade billig. Ja, 5mm Patronen nehme ich mit, die Minigun eher nicht. Die wiegt mir zu viel. Ein Sendeempfänger? Hey, was war denn so gestört auf Turm? Dafür sollte es nicht mal einen guten Grund geben. Was ist also los? Sind Sie nicht an die Supermutanten aus dem Radio? Ich bin ein Riesenfan. Wir keine Dumm-Dumms, so dumm nicht wir. Wir alles über... Was? Was? Eine Dumm-Dumm-Revolte, sagst du? Daran verurteile ich alle Dumm-Dumms zum Tode. Cool. Ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Oh. Ich sehe hier gerade unten die Nightkinds langlaufen. Arcade, jetzt nicht unüberlegt rumballern. Bösewichte. Nachtvolk Anführer. Ach so, ich stehe einfach zu nah dran. Tja gut, dann habe ich das jetzt mal gespeichert. Beim Hochschleichen, ne? Ach nee, hier, das ist ja praktisch, na gut. Dann habe ich ja noch nicht allzu viel verpasst. Ah, die Nacht. Ja, warum sind die denn auf einmal auf mich aufmerksam geworden, diese verdammten Suchtis? Ja. Kann ich eigentlich davon sehen, was das für einer ist? Ein Supermutantenanführer. Okay, gut, der hat letztes Mal auch den Schuss überlebt. Also mit der normalen. Oder ich probiere es einfach mal aus. Der normalen Munition. Ob die auch reicht. Bitte, normale Munition. Also wenn ich einen Schleichangriff lande, dann reicht die normale Muni. Ach ja, dann habe ich jetzt wieder das gleiche gekriegt. Bla 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 bla. Ja, okay, das ist ja... Oh, jetzt, warum habe ich jetzt wieder Strahlung 2? War das aber bevor ich mir das Zeug eingeschmissen habe? Ja, war's. Oh, 200 Radiation. Ich sollte mich... Also ich sollte mich, sobald ich wieder unten in dem Bunker, da bin ich mal heilen lassen von den Leuten hier. Egal, jetzt erstmal ein Red Away und ein Red X und dann geht's los. Strahlenkrank ist ja immer unlustig. Ne, die Splittergranate hol ich noch mit dem. Sprache 75 habe ich dafür gebraucht. So, komme ich hier eigentlich irgendwie klug raus? Ja, komme ich. Und ich versuche da mal zu entkommen, mal gucken, ob irgendwie die... Was liegt denn da eigentlich noch auf dem Tisch? Ist das... Ach hier, Schreibtisch, Mensch. 60 Korken. Da jetzt. Jetzt habe ich übrigens die Kisten alle nicht ausgeräumt, ne? Das war jetzt ein bisschen unglücklich von mir. Jetzt aber schnell hier raus. Gucken, ob wir irgendwie entkommen können. Kommt Arcade hinterher? Nein, Arcade, du läufst uns. Was geht denn vor sich? Hm. Ach, der ist. Der ist mir positiv gegenüber?
Nil? Eine angenehme Überraschung, dass Sie es geschafft haben. Ich bin bereit, wenn Sie bereit sind. Was hast du denn vor? Was denn? Hier ist der Plan. Das Tor zu Tabithas Gelände wird von Nachtvolk bewacht, das mit Tarnvorrichtungen ausgestattet ist. Ich werde sie vom Tor abziehen, indem ich einen Eindringling im Dorf melde. Das ist der Plan? Ich bin ein Eindringling. Genau, also versuchen Sie... Achso, warte mal, dann lade ich mal lieber und mache das mit dem Funkgerät besser nicht. Gut, vor allen Dingen hat das noch den zusätzlichen Vorteil, dass ich hier nochmal eben die Truhen knacken kann, was ich irgendwie vergessen habe. Das hätte ich mal lieber abspeichern sollen, bevor ich das gemacht habe. Den Schreibtisch habe ich da auch nicht ausgeräumt. Vorhin rede ich ja noch großkotzig von den Kosten der ganzen Geschichte und dann mache ich das nicht mal. Vielleicht habe ich das Gefühl, dass man mit einem Begleiter nicht echt schleichen kann. Also das funktioniert auf jeden Fall nicht so gut. So. Wo ist denn Nil jetzt hin? Eben gerade war er noch da. Die Strahlung ist ein bisschen nervig auf Dauer. Mag das ja nicht, wenn ich so nur eine bestimmte... Warte mal, ich kann da oben aufs Dach drauf. Da muss ich mal kurz, da muss ich mal eben schauen. Die Strahlenbelastung... Da muss ich wieder noch eine Wetterwehr reinhauen. Gott sei Dank kriege ich die Dinger umsonst. Obwohl, die kriege ich gar nicht. Lass mir immer Stimpaks geben. Die sollte ich vielleicht mal kaufen. Da steht jetzt Nil da. Ach, na klar, Nil steht da. Ich weiß, ich habe übrigens völlig... Warte mal, ich kann da mal gucken, was die Black Mountain Quest war. Warum ich mich überhaupt reinschleiche. Warum mache ich mir überhaupt die Mühe? Erstling bei der Hound Dog, bla bla bla. Das war ja, glaube ich, noch davor. Dinge, die rumsmachen? Nö. Nächstes Mal im Ultralux. Haus gewinnt immer. Nachtpöscher, ich höre dir Traps. Das würde ich auch mal machen. Major Polatti. Benny im Tops. Das müsste ja einer der ersten Aufträge gewesen sein, weil das war ja das mit diesem Black Mountain Radio. So, dum. Hallo. Eine angenehme Überraschung. Ja, dann mal los. Ich werde... Okay, das sollte ich hinkriegen. Ich bin ein Eindringling. Ja, genau. So, jetzt Arcade. Wir schleichen und verstecken uns bitte. Okay. Ich werde mein Bestes geben. Ja, jetzt komm noch mal her. Wir müssen hier nämlich mal kurz warten, bis das Nachtvolk hier vorbeirennt. Wäre zumindest ganz gut. Hoffe ich zumindest, dass es so klappt. Ich weiß, wie gesagt, immer noch nicht so richtig, was ich hier eigentlich mache. Also ich habe die Paladine, habe ich ja schon anscheinend vor langer Zeit gefunden. Insofern ist das, dass ich hier noch rumkrieche, eher so meinen Erkundungsdrang geschuldet. Und ich weiß eigentlich nicht so richtig, warum ich das überhaupt mache. Komme ich hier irgendwie? Warte mal, da vorne, da könnte ich ja eventuell... Ich könnte mal kurz versuchen, über die Konstruktion hier hochzuschleichen. Arcade kommt schon irgendwie hinterher. Vielleicht, eventuell. Scheinbar hat ja die Supertarnung auch nicht so richtig funktioniert. Nein, verdammt. Ah, ich hätte auf der anderen Seite runterspringen sollen. Nein, jetzt bin ich festgebackt, oder? Nee, doch nicht. Was das wieder an Zeit kostet, die ich damit verbringe, hier umherzuspringen. Nee, man kommt da nicht hoch. Beim besten Willen nicht. Nee. Geht nicht. Gut, dann müssen wir... Was? Hier steht ja immer noch da. Ich denke, der wird Bescheid sagen. Was ist da los? Dumm, sag ich mal, wenn mir nichts einfällt. So, Nil, sag doch mal Bescheid. Was haben wir jetzt vor? Ich habe getan, was ich konnte. Nun liegt es an Ihnen, Mensch. Ja, und ich muss dir gleich mal Nachtsicht die Rät aufsetzen. Ist jetzt vielleicht auch nicht von Traldorf raufrennen, oder? Das da vorne ist also das... Ach, hier strahlt es nicht mehr. Schön. Okay, beruhige dich. Ich will eigentlich nicht richtig speichern, also ich will nicht quicksafen. Ach komm, wenn ich sterbe, dann sterbe ich. Dann ist das halt so. Ich muss einfach mal ausgehen. Ich könnte ja auch ganz schnell da aufgeben. Oh, das ist doch eine relativ große Basis hier. Hallo, Leute? Okay, niemand da. Ich meine, noch könnte ich von hier weg schnell reisen, wenn ich unbedingt wollte. Sie nehmen meinen Schluck aus ihren zufälligen Volt 13 Schlafflachmann. Ja. Okay, jetzt möchte ich zumindest richtig speichern, weil ihm da oben mit seinem Raketenwerfer... Hätte ich ja gerade beinahe nicht entdeckt. Ich glaube, ich würde wirklich mal das Nachtsichtgerät rausholen. Die Hohlspitzmunition wird wahrscheinlich das Beste sein. Bösewichte! Alter, der absolut keinen Schaden nimmt. Warte mal. Ich versuch das nochmal. Verdammt, das war das Quicksave. Ich wollte den richtigen. Ich habe den richtigen gemacht. Black Mountain.
Also eigentlich dürftest du da keine großartige Bunkeranlage geben in Black Mountain. Ich habe nämlich so viel die Waffe abgeschossen, ne? Und nicht das. Ach komm, ich schleiche jetzt einfach an den Kollegen vorbei. Bin mir nicht ganz sicher, ob Hohlspitz oder... Andererseits haben die eine gepanzerte Haut, die... Warte mal, kann ich... Nee. Ich dachte gerade, ich könnte verschiedene Mengen Ammunition in den Waffen einlagern. Also, dass ich von Hohlspitz, sagen wir mal, 6 Kugeln bei haben kann. Und die Panzer brechen aber nicht ganz so viel. So. Ach, da treffe ich auch nur die Waffe und der fährt ihn hier runter. Ich will nicht, dass er seinen Raketenwerfer verliert. Storage Building. Ah, ich sollte im Storage Building, sollte ich vielleicht nicht gerade mit der Explosivmunition rumballern. Falls hier welche drinstehen. Na gut. Was ist das hier für eine Puppe? Schatzjagd? Notiz hinzugefügt. Schatzjagd. An diejenigen, denen es betrifft. Dich. Bei der letzten Plündertour kam ganz nett was zusammen und im Gegensatz zum letzten Mal will ich diesmal keinen Ärger. Also es ist nur logisch, dass ich alles in diesem Raum versteckt habe. Wenn du das lesen kannst, kannst du meine Erlaubnis, jeden Gegenstand zu benutzen, den du findest. Das habe ich versteckt. Ein Raketenwerfer, 3 Raketen, 1 Super Stimpack. Nicht sein Ernst. Dass hier eine Liberator-Wife so mal eben auf dem Tisch liegt, ist jetzt eine andere Geschichte, ne? Liberator Rifle? Was ist denn das für ein Gerät? Ich hätte gerne eine Ede wieder. Oh, was? Ein Gewehr, was mit 0308er Munition umballert? Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Oh. Ein kaputter Mr. Handy. Der Roboter liegt reglos auf dem Tisch. Ob er noch vor kurzem oder überhaupt jemals funktionstüchtig war, bleibt unklar. Ein Namensschild auf dem Teil der Hülle ist zerkratzt und verblichen, aber sie können noch schwach Ronda entziffern. Wissenschaft, die Schaltkreise des Roboters überprüfen. Nach einem kurzen Blick wird klar, dass die KI des Roboters im Überwinterungsmodus ist. Wahrscheinlich aufgrund eines Selbstschutzmechanismus für den Fall, dass die Einheit katastrophalen Schaden erleidet. Wer immer die Reparatur vorgenommen hat, wusste wohl nicht, wie man die KI neu startet. Nach dem Umlegen des richtigen Schalters erwacht der Roboter zum Leben. Hallo? Könnten Sie mir bitte sagen, wo ich Herrn Tabitha finde? Tabitha, ich glaube, dass ich ein... Ja? Ich muss sie aber unbedingt finden. Ich werde sie eine Weile begleiten, bis ich ihre Spur aufnehmen kann. Geil. Jetzt habe ich Ronda an den Hacken. Das war vielleicht nicht die beste Idee von mir.